Ein herzliches Hallo, ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Andreas Poltrak und ich bin Geschäftsstellenleiter der VEE Sachsen e.V. Neben mir mein Kollege Jonathan Fasel in gewohnter Form. Hallo. Hallo Jonathan. Und diesmal geht ein besonderer Gruß an die Kolleginnen und Kollegen, die ebenfalls mit dem Thema der Energiewende und des Klimaschutzes in Sachsen befasst sind. Wir wissen, dass einige von euch das regelmäßig hören, was wir hier in den Äther geben. Und freuen uns, dass ihr dabei seid. In dem Sinne diesmal ein besonderer Gruß an euch. Und wir möchten uns auch bedanken bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die gerade auf das letzte Sachsen-Update auch ein Feedback abgegeben haben, Thema Beteiligung zum Beispiel. Also vielen Dank, macht gern so weiter, schreibt uns eine Nachricht oder kommentiert. Wir werden so gut es geht und soweit wir die Möglichkeit dazu haben, was die Zeit anbelangt, darauf antworten. Ja, Jonathan, was erwartet uns heute? Ja, wieder mal ein paar Highlights dabei. Zum einen natürlich ein Update zum sächsischen Beteiligungsgesetz. Da geht vieles voran. Dann haben wir ein Beispiel, wie man die Energiewende selbst gestalten kann mit im Portfolio und auch ein paar Infos zu einer kommenden, doch steigenden und schönen Anzahl von Solarpartys in Sachsen. Da wird einiges in den nächsten Monaten passieren. Genau, dazu und zu anderem mehr nach dem, auch diesmal versprochen, kurzen Intro. Ja, fangen wir an mit einem etwas globaleren Artikel, so wie häufig, erstmal die Übersicht reinzugehen. Jetzt hier um eine Studie. Es geht um die erste European Climate Risk Assessment. Titel der Mitteilung ist: Europa ist nicht auf die sich rasant verschärfenden Klimarisiken vorbereitet. Das Ganze ist eine Pressemitteilung von der Europäischen Energieagentur vom 11. März und geht eben auf die Ergebnisse dieses European Climate Risk Assessments, zu Deutsch die Europäische Klimarisikobewertung, ein. Und naja, das ist relativ klar. Also Europa ist mit dringenden Klimarisiken konfrontiert und diese Klimarisiken entwickeln sich der Studie nach deutlich schneller als die gesellschaftlichen Anpassungsmaßnahmen, die Vorsorge, die wir bisher eben machen. Es geht um 5 große Bereiche: die Energie- und Ernährungssicherheit, die Ökosysteme, die Infrastruktur, die Wasserressourcen, die Finanzstabilität und 6. es waren 6, die Gesundheit der Menschen in Europa. Ich nehme jetzt mal 2 Beispiele raus, die diese Studie eben rausgefunden hat. Zum einen aus dem Bereich Energie- und Ernährungssicherheit. Da sagt die Studie als Erkenntnis, also dass selbst eine teilweise Ernährungsumstellung von tierischen Eiweißen hin zu nachhaltig angebauten pflanzlichen Eiweißen bereits eine Lösung wäre, da sie den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft und die Abhängigkeit von importierten Futtermitteln außerhalb der EU eben verringern würde. Das ist sozusagen auch ein Lösungsansatz, den die Studie hier vorzeigt und zeigt auch anhand von Zahlen eben, dass das hier schon einen guten Effekt hätte. Aber es geht eben zu langsam voran. Und wer jetzt sagt, naja gut, klar, das ist hier irgendwie so typisch öko-grün, wollen wir noch einen Blick auf andere Ergebnisse der Studie eben setzen, die eher auf wirtschaftliche Faktoren setzen. Im Bereich Finanzstabilität, große Warnung, weil diese Klimaextreme können die Versicherungsprämien stark erhöhen, sie können Vermögenswerte und Hypotheken gefährden und höhere Ausgaben für Kreditkosten für den Staat nach sich ziehen, die dann eben wiederum für andere Anpassungsmaßnahmen fehlen. Also es geht auch um eine wirtschaftliche Komponente hier, wie die Studie ganz klar darlegt. Das sind nur 2 jetzt Beispiele, die jetzt aus diesen 6 verschiedenen Bereichen mal herausgegriffen worden sind. Die Studie ist relativ umfangreich als PDF frei verfügbar. Die Pressemitteilung habe ich hier verlinkt. Und so als Fazit dieser Studie, das ist sozusagen ein bisschen ernüchternd, sagt eben die EEA, die Europäische Energieagentur, dass die EU, ihre Mitgliedstaaten und aber auch die kommunale und regionalen und lokalen Ebenen viel, viel enger zusammenarbeiten müssen und sich koordinieren müssen, weil eben diese Maßnahmen, die wir jetzt anpacken müssten, um diesen Klimaeffekten zu begegnen, koordiniert und sehr viel heftiger sein müssten, weil wir eben jetzt schon heftige Effekte haben. Europa erwärmt sich eben schon, wie jetzt auch schon ein paar Mal in den letzten Updates auch festgestellt, in anderen Studien, am schnellsten von allen Weltregionen. Und hier müssen wir eben umso schneller jetzt auf diese Anpassungen eingehen. Das passiert bisher leider nicht. Genau, wir hatten es ja auch in einem der letzten Beiträge, Sendungen erwähnt, dass wir verstärkt auf das Thema der Klimawandel Folgen eingehen werden, eben aus dem Umstand heraus, dass die 1,5-Marke
nicht gehalten wird, beziehungsweise schon überschritten ist im Bereich Europa, sodass wir also verstärkt damit konfrontiert sind, auch was gegen die Klimawandelfolgen zu tun. Die nächste Meldung, die quasi in diese Kategorie fällt, nach den schlechten Nachrichten von dir, darf ich nun mal ein paar gute überbringen, was auch schön ist. Wir hatten es schon in unserem vorletzten Update erwähnt. Hier eine Meldung vom Tagesspiegel vom 27.02. mit der Überschrift Forscher sehen Ende der Trockenheit. Extreme Dürre in Deutschland ist vorbei. Und es wird hier halt festgehalten, dass die seit 2018 anhaltende Dürreperiode, also über viele Jahre, die vor allem im Osten und Norden Deutschlands besonders stark ausgeprägt war, dank eines super nassen Herbstes und Winters, die Böden jetzt wieder ja richtig feucht sind. Und ich war letztens auch wandern und habe gesehen, wie teilweise das Wasser auch im Boden noch steht. Also wir haben da eine extreme Feuchtigkeit in den Boden bekommen. Wir hatten ja auch Hochwasser, hatten wir alles schon ausgeführt. Und nur zur Erinnerung, also diese Dürre hat gravierende Schäden, vor allen Dingen im Wald, aber auch beim Thema, also im Wald angerichtet, aber auch beim Thema Versorgungssicherheit, was die Trinkwasserversorgung anbelangt, gab es ja Zeiten, wo sozusagen, obwohl wir ja ein perfekt ausgebautes Trinkwassersystem haben, zumindest verglichen mit anderen Ländern auf dieser Welt, dass selbst dieses gute Trinkwassersystem, was wir haben, da schon an die Grenzen kam. Und teilweise es ja auch Krisensitzungen gab, um jetzt noch die Versorgungssicherheit sicherstellen zu können. Das hatte sich dann letztlich zum Glück nicht realisiert, weil es zwischendurch dann mal schon wieder einen relativ feuchten Winter gab. Aber mehrere Jahre oder noch ein Jahr länger oder noch eine längere Dürre wäre dann irgendwann zu einem Problem gekommen. Festgehalten wird in dem Artikel auch, dass es die letzte Dürresituation in diesem Umfang im Jahre 1867 gab. Also schon eine Weile her. Wir erinnern uns an diese Jahrhunderthochwasser, die plötzlich nicht mehr alle Jahrhundert auftauchen und so halt jetzt ja auch diese Dürreperioden. Momentan ist es halt so, dass es lediglich noch einige wenige Gebiete im Osten von Sachsen, aber auch Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern gibt, wo die Böden noch zu trocken sind. Das hängt auch mit der Bodenstruktur zusammen, lehmiger Boden, die Feuchtigkeit kann da nicht so gut eindringen und so weiter. Wer da selbst mal reingehen mag, gerne in den Dürremonitor vom Helmholtz-Institut oder das von uns im letzten Update vorgestellte Klimadashboard Sachsen, was letztlich auf die Daten vom Helmholtz-Institut zurückgreift, aber dies auch darstellt, auch da kann man reinschauen. Was im Artikel festgehalten ist, wir haben also eine Entspannung jetzt in den Bereichen Wald, Forst und Wasserwirtschaft. Allerdings sagt das Ganze nichts über die Landwirtschaft aus. Also das war für mich insoweit auch mal nochmal interessant, war mir so jetzt auch nicht bewusst. Die Landwirtschaft lebt hauptsächlich von der Feuchtigkeit, die halt von den Niederschlägen, die vom April bis Oktober herabkommen. Und das ist dann halt von Jahr zu Jahr spezifisch. Insoweit wird es jetzt abhängen, wie die Entwicklung weiter ist in diesem Jahr. Es geht hier um die oberflächennahe Feuchtigkeit, also sozusagen die ersten Zentimeter im Boden. Davon leben die Pflanzen. Insoweit ist es halt entscheidend, was da jetzt die Niederschläge in den nächsten Monaten sind. Aber hier mal eine gute Nachricht. Die Dürreperiode ist fürs Erste abgesagt und wir werden halt sehen, wie es weitergeht. Ich finde allerdings auch faszinierend, dass man im Endeffekt jetzt dann doch ein sehr, sehr heftiges Ereignis, also eine extreme Nässe braucht, um wieder rauszukommen. Und das zeigt ja auch, dass die Wetterextreme ja auch bei uns weiter zunehmen. Ne? Also ist ja auch an sich wiederum keine super Nachricht, dass jetzt hier Hochwasser war. Ne? Ja, eigentlich, genau. Also es hat ja auch viele sozusagen auch bei diesem Hochwasser, die sozusagen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich weiß es von den Wasserkraftwerklern, die gerade über die Weihnachtsfeiertage im Einsatz waren, um sozusagen bei Hochwasser werden ja regelmäßig Treibgut angeschwemmt, Baumstämme angeschwemmt. Die müssen dann zum Schutz der Anlagen beziehungsweise generell zum Schutz auch von Brücken etc. müssen die rausgeholt werden aus dem Wasser und die waren da halt im Einsatz. Also insoweit hat die sozusagen die schlechte Situation, konnte nur mit einer schlechten Situation zu einer guten, kann man fast sagen, gewandelt werden. Aber klar, es sind die Extreme, die zunehmen und das ist das Problem. Ja, ganz genau. Kommen wir zu wirtschaftlichen Faktoren. Ein Artikel der Sächsischen Zeitung vom 27. Februar 2024. Sachsens Umweltminister fordert von Berlin schnelle Rettung der Solarfabriken. Ich denke, das Thema ist allgemein bekannt. Meyer Burger und auch andere hiesige Solarpanel-Hersteller sind in Schieflage.
Kurz nochmal zusammengefasst, es liegt eben daran, dass die europäische Branche insgesamt sehr stark unter Druck steht, weil chinesische Module in Massen, in absoluten Massen produziert worden sind und ebenfalls mit staatlichen Subventionen hier jetzt eben zu Dumpingpreisen in Europa und anderen Teilen der Welt verkauft werden. Zum Teil sogar unterhalb der Produktionskosten. Das ist also ganz, ganz schwierig. Und deswegen kommen natürlich riesige Produzenten wie Meyer Burger oder auch SodaWatt natürlich in eine ganz schwierige Lage, weil sie sich eben mit diesen Preisen nicht konkurrenzfähig über Wasser halten können. Meyer Burger hat jetzt angekündigt, Solarmodulproduktion in Freiberg, der größten Fabrik, im März, also jetzt diesen Monat herunterzufahren und wird sie im April komplett beenden. Falls nicht, jetzt kommt der Punkt, bis zum 14. März, also sprich bis diesen Donnerstag, also wenn dieser Stream erscheint, wahrscheinlich gerade erst wenige Stunden noch hin, Klarheit über eine staatliche Rettungsaktion besteht. Das heißt, da ist jetzt sozusagen das Fallbeil kurz vorm Fallen. Und es gibt ein paar Ideen in dem Brief von Sachsens Umweltminister Günther, sogenannte Resilienzboni und Resilienzauktionen, die zum Beispiel auch den Kauf von Solarmodulen aus europäischer Produktion bevorzugen und für den Kunden attraktiver machen sollen, indem eben mehr Geld pro Kilowattstunde gegeben werden soll, wenn es eben eine heimische Anlage ist. Nur so als Beispiel, als Gedankenanstieg. Da gibt es auch bereits gesetzliche Vorhaben seitens der Bundesländer, der Ostbundesländer, das ist auch schon im Bundesrat passiert. Es liegt eben jetzt gerade im Bundestag und es ist eben noch nicht klar, was jetzt hier mit dem Solarpaket 1 passieren wird. Aber klar ist, das ist sozusagen der zentrale Satz, den auch in dem Brief zu lesen ist, sächsische Unternehmen könnten weiterhin auch Europas Unabhängigkeit von China sicherstellen in Sachen Solarmodulproduktion. Und das wäre eigentlich total wichtig, um eben sich nicht auf globale Lieferketten verlassen zu müssen. Ja, also eigentlich eine breite Forderung, die nicht nur vom Umweltminister Günther aufgemacht wird, auch unser Ministerpräsident Kretschmer sozusagen macht diese Forderung auf gegenüber der Bundesregierung, dass hier nun endlich ein Handeln erfolgt. Das ist eigentlich, wenn ich mich recht erinnere, reden wir jetzt, glaube ich, schon seit einem Jahr über dieses Thema. Spätestens im Herbst fing es sich an, akut abzuzeichnen, dass hier was passieren muss und dass da, ich sag mal, das jetzt so auf die lange Bank geschoben wird. Ich habe da schon ein Verständnis auch von Meyer Burger, dass die irgendwann sagen, so, jetzt gibt es ein konkretes Datum, entweder bis dann gibt es eine Aussage oder es gibt keine Aussage. Entsprechend werden wir dann reagieren, halte ich für nachvollziehbar. Ja. Es ist auch so, Amerika hat ja seine Grenzen dicht gemacht für diese China-Module, nenne ich sie jetzt mal so, dass also mehr noch in Europa landet. Auch das ist ein wichtiger Faktor, wo man einfach auch sehen muss, wir reden hier nicht von einer freien Marktwirtschaft, wo sich irgendwie die sächsische bzw. die deutsche Solarindustrie behaupten muss, denn es ist ein völlig verzerrter Markt durch die zum einen durch das Verhalten von Amerika, zum anderen natürlich auch durch die Unterstützung oder durch die Subventionen, die innerhalb von China an die Modulhersteller gezahlt werden. Völlig verzerrter Markt. Insoweit geht es hier wirklich um politische Entscheidung. Und ich hatte es, glaube ich, bei einem der letzten Sendungen schon erwähnt. Die Frage ist ganz klar, wollen wir europäische Lieferketten? Ja, dann müssen wir unsere europäischen Hersteller entsprechend auch unterstützen. Oder wir wollen es halt nicht. Dann muss man halt sagen, wir wollen keine europäischen Lieferketten. Wir wollen uns abhängig machen beziehungsweise abhängig bleiben von China. Wenn das für uns okay ist, also für mich ist es nicht okay, aber wenn sozusagen die breite Masse das für okay empfindet, dann müssen wir halt die in den sauren Apfel beißen und dann wird es dann sozusagen das Ganze auch gewesen sein mit der Solarindustrie in Europa, in Deutschland. Und ich denke auch, das ist dann auch endgültig, weil das ist bereits dann das zweite Mal, dass die deutsche Solarindustrie niedergeht. Und ich glaube, nochmal wird sie sich nicht aufmachen, sich irgendwie wieder zu erstarken. Ich glaube, dann war es das auch wirklich mit der europäischen bzw. deutschen Solarproduktion. Hat dann auch was mit dem Thema Deindustrialisierung zu tun, wenn wir hier die Solarindustrie den Bach runtergehen lassen. Ja, wir gehen weiter mit einer Meldung vom 4.3. aus der Sächsischen Zeitung unter der Überschrift Energiewende selbst gestalten, wird hier vom Bautzen Energieforum, dem 10. in der Zahl, berichtet. Das Ganze fand in der Energiefabrik Knappenrode statt. Ich will auch gar nicht so viele Worte jetzt zu dem Inhalt des Artikels verlieren, denn wir haben diese Veranstaltung gestreamt aus der Energiefabrik Knappenrode
Und alle Vorträge stehen nach wie vor als Aufzeichnung auf unserem Kanal zur Verfügung. Es haben Vertreter verschiedener Energiegenossenschaften von ihrem Weg erzählt. Also es geht darum, wie kann ich gemeinsam Bürgerenergiegemeinschaften auf den Weg bringen? Welche Hürden gibt's? Wie kann man die Hürden nehmen? Und es wird auch immer wieder in dem Zusammenhang die Frage nach der Professionalisierung gestellt. Und da fand ich die Aussage von der Susanne Koschka von der EGNEOS, also einer der ersten Energiegenossenschaften, die wir hier in Sachsen hatten. Die betreiben unter anderem ein eigenes Windrad. Ich fand deren Aussage ganz interessant, welche sinngemäß ausgeführt hat, dass wenn die Bürgerenergiegenossenschaft oder Bürgerenergiegemeinschaft zwei Windräder hält, dann lässt sich damit eine Vollzeitstelle auch bezahlen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, denn die gesamte Verwaltung einer Energiegenossenschaft im Ehrenamt zu erbringen, das ist schon eine erhebliche Herausforderung, die sozusagen, wenn man das auf Dauer anlegt, und das soll ja auf Dauer angelegt sein, schon nicht so einfach zu handeln ist. Also, wer mag, gern nachschauen. Wir verlinken die Aufzeichnung. Eine Anmerkung vielleicht noch. Wir hatten ganz am Anfang da technische Probleme mit einer instabilen Netzverbindung. Der Stream stockt daher am Anfang an einigen Stellen. Aber wir konnten dann das Problem lösen. Und die Qualität der Vorträge an sich, also es gab vor den Vorträgen noch ein paar Grußworte und einleitende Worte, aber die Qualität der Vorträge an sich, die ist gut. Wer da also hinspringen mag, wir haben auch entsprechende Sprungmarken gesetzt, sodass man dann die einzelnen Vorträge direkt anspringen kann. Und ich verlinke hier schon mal zu diesem Vortrag beim YouTube-Kanal, beziehungsweise blende das mal ein, und wir verlinken das natürlich auch in unserer Beschreibung. Ja, komme ich zur nächsten Meldung, die quasi im Zusammenhang mit der vorhergehenden stellt, hier mit der Überschrift von der sächsischen Zeitung vom 26.02. Museum, im Museum in die Zukunft. Kurz zusammengefasst geht es im Artikel darum, dass eben in dieser Energiefabrik, wo das 10. Bautzen Energieforum stattgefunden hat, die Geschichte der Braunkohleindustrie lebendig wird. Also wir reden von der Geschichte, nicht von dem aktuellen Zustand. Und das Museum, das ist also eine ehemalige Brikettfabrik, das, was man also auch auf dem Foto gesehen hat, taucht in die Vergangenheit und Zukunft der Energieerzeugung ein. Und im Zusammenhang mit diesem Energieforum wurde die interaktive Sonderausstellung Power to Change eröffnet. Und auf die möchte ich halt ganz besonders hinweisen. Es gibt in dieser Ausstellung verschiedene Themeninseln, welche durchaus familientauglich erforscht werden können. So dreht es sich zum Beispiel bei der Themeninsel Vernetzung um die Stromautobahnen der Zukunft und die Frage, wie erneuerbare Energien dahin gelangen, wo sie gebraucht werden. Und die Besucher gehen in dieser Ausstellung auf eine Mission Energiewende. Sie können an Stationen mit einer Chipkarte abstimmen und über verschiedene Fragen nachdenken, wie zum Beispiel, wie werde ich mein Konsumverhalten ändern, wie stehe ich zu Energieimporten oder zum Ausbau der erneuerbaren Energien, immer wieder großes Thema. Also das Ganze, wir verlinken es auch als Sonderausstellung in der Energiefabrik Knappenrode. Und die Ausstellung ist noch bis zum 26. Mai geöffnet, also gar nicht mal so lange hin, diese Sonderausstellung. Und die kann immer besucht werden von Dienstag bis Sonntag, sowie an Feiertagen in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Zur Energiewendegeschichte an sich gab es auch während des Bautzen Energieforums beziehungsweise mehrere Vorträge. Auch die haben wir gestreamt und aufgezeichnet. Und auch diese Mitschnitte stehen zur Verfügung. Und auch die verlinken wir in der Beschreibung. Ja, Jonathan, also mein Ausflug wert, das Ganze. Man sieht es ja hier auch auf dem Bild, diese Energiefabrik, idyllisch gelegen. Also wer da mal für sich oder mit der Familie ein Ausflugsziel sucht, denke, das lohnt sich. Sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus. Ja, kommen wir zu einem weiteren, ja, wirtschaftlich betonten Thema. Ein Artikel aus der Freien Presse vom 20. Februar. Der Titel lautet: Stahlindustrie braucht Energiewirtschaft und umgekehrt. Und es geht um eine Meldung, die jetzt nicht direkt aus Sachsen kommt, aber es geht um eine Meldung, die auf der Energiemesse eWorld in Essen gefallen ist, und zwar von der Hauptgeschäftsführerin der Wirtschaftsvereinigung Stahl, Kerstin Maria Rippel. Die eWorld, die kenne ich sehr gut, da war ich fast ein Jahrzehnt lang Stammgast, jetzt aus familiären Gründen dieses Jahr nicht.
Ripple hat also eine sehr spannende Analogie aufgemacht, wie eben die Stahlindustrie und die Energiewirtschaft zusammenhängen und auch voneinander profitieren, wie eine Art Kreislauf, sagt sie, ein Kreislaufsystem. Zitat, die Stahlindustrie liefert den grünen Werkstoff für die Anlagen und die Infrastruktur, die wiederum grünen Strom und grünen Wasserstoff herstellen, uns zu uns transportieren, den wir wieder brauchen für den grünen Werkstoff. Also im Endeffekt, das Material für die Energiewende kommt aus der Stahlwirtschaft und die Energie für die Herstellung der Geschichten kommt eben aus der Energiewirtschaft. Sie sind da zwei Beispiele, die sehr, sehr plastisch sind, wie ich finde. Also für die geplanten wasserstoffbasierten Direktreduktionsanlagen benötigt die Stahlindustrie, das sind im Endeffekt die Hochöfen, die ersetzt werden, ja, benötigt die Stahlindustrie im Jahr 2030 zwischen 600.000 und 850.000 grünen Wasserstoff. So, der muss ja irgendwo herkommen und das muss eben aus Leitungen kommen, die aus der Stahlindustrie gebaut werden. Und andersrum sieht man eben auch, wo der Bedarf her ist, seitens der Energiewende bei Photovoltaikanlagen. Man denkt erstmal gar nicht, dass da so viel Stahl drinsteckt, dabei ist viel Stahl drin. Stecken 35 bis 45 Tonnen Stahl pro Megawatt Erzeugungskapazität. Das ist schon erheblich, ne? Und bei Windrädern auf See ist es noch ein bisschen mehr. Klar, da muss ein bisschen mehr rein buttern, um diese Masten zu bauen. Da sind pro Megawatt 120 bis 180 Tonnen Stahl nötig. Und wenn der eben klimaneutral hergestellt werden muss, ne, muss man wiederum genug grüne Energie haben, grünen Wasserstoff, es ist ein Kreislauf. Ne? Und diese Projektion mal kurz zu zeigen, wie viel Energie die Stahlwirtschaft in Zukunft brauchen wird. Also heute braucht sie ca. 12 Terawattstunden. Also es sind jetzt zum Vergleich, also Deutschland braucht ca. 450 bis 500 Terawattstunden Strom im Jahr. Also 12 Terawattstunden entfallen eben auf die Wirtschaft der Stahlindustrie. Und 2030 rechnet man mit dem Doppelten ungefähr, also mit 24 Terawattstunden, die man eben braucht, und so, um diesen grünen Wasserstoff herzustellen, eben nochmal weitere 48 Terawattstunden Strom. Da sieht man, dass der Energiebedarf dann doch recht hoch ist. Auch gerade mit Blick auf den grünen Wasserstoff braucht man eben doch mehr noch grüne Energie, um ihn herzustellen. Aber es lohnt sich ja eben, um den CO2-Fußabdruck zu neutralisieren oder zu senken. Genau. Genau. Also grundsätzlich gilt natürlich, dass gerade bei der Windkraft sowohl was die CO2-Bilanz als auch sozusagen das Verhältnis der eingesetzten Energie zu der gewonnenen Energie positiv ist und gerade bei Windrädern sich nach wenigen Monaten sozusagen schon sozusagen der Kipppunkt erreicht ist, dass die eingesetzte Energie wieder rauskommt und entsprechend natürlich auch eine extrem gute positive CO2-Bilanz hat. Also diese Mythen, die man da teilweise so im Internet, in den sozialen Medien findet, dass sozusagen ja an so ein Windrad mehr Energie reingesteckt wird, als wie je rauskommt, ist natürlich völliger Bullshit, um es mal kurz und knackig zu sagen. Aber diese Bilanz kann durchaus verbessert werden, wenn der Stahl, also umso grüner der Stahl ist. Und auch hier sehen wir natürlich wieder, dass sozusagen der Ausbau der Erneuerbaren auch dazu dient, dass Arbeitsplätze erhalten werden. Das ist ein wichtiger Punkt, den man an keiner Stelle sozusagen vergessen sollte. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir hatten es letztens schon angesprochen. Da gab es ja auch Reaktionen dazu, worum geht es, sächsisches Beteiligungsgesetz. Hier nun der Gesetzesentwurf, welcher seit dem 29.02.2024 in der Welt ist. Er kann hier, wir haben es verlinkt, nachgelesen werden. Und das Gesetz trägt den Titel Gesetz zur Ertragsbeteiligung von Kommunen an Windenergie und Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Der Titel sagt also bereits, worum es geht. Die Kommunen sollen an Erträgen von Windanlagen und von PV-Freiflächenanlagen beteiligt werden. Wir gehen mal ein bisschen tiefer rein oder ein bisschen genauer rein. Natürlich kann es jeder gern selber nachlesen. Das Gesetz an sich ist ja auch noch nicht beschlossen. Das steht jetzt zur Diskussion, also das noch als Hintergrund oder das noch soll nochmal deutlich erwähnt werden, dass das Gesetz noch nicht in der Welt ist, sondern dass über dieses Gesetz debattiert wird, sage ich dann am Ende noch was dazu. Erst nochmal zum Hintergrund. Es geht halt darum, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen und man will jetzt sozusagen eine breite Akzeptanz herstellen und man sieht in diesem Gesetz eine Möglichkeit, die Akzeptanz für sowohl für Windkraftanlagen als auch für Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu erhöhen. Es gibt bereits in § 6 EEG, welcher eine Regelung enthält, wonach Kommunen
beteiligt werden können. Wir hatten das schon mehrfach erwähnt. Also es gibt hier Ausschüttungen pro Windrad an die Kommunen zwischen 20.000 bis 40.000 Euro im Jahr, was bei einem Windpark, der sich jetzt auf so einer Fläche einer Gemeinde befindet, durchaus ein erklägliches Sümmchen sein kann. Allerdings ist § 6 auf freiwilliger Basis. Das Gesetz, hier der Entwurf, sieht nun eine verpflichtende finanzielle Beteiligung vor. Also das ist der große Unterschied, dass es hier um eine Verpflichtung geht. Allerdings muss ich auch anmerken, ob diese Verpflichtung wirklich ein Zugewinn ist, will ich mal vorsichtig ein Fragezeichen dran machen. Denn nach meiner Kenntnis nach haben, also ich weiß jetzt auch nicht, ob es da statistische Untersuchungen gibt, aber nach meiner Kenntnis nach, die Unternehmen, die wir so in unserem Dunstkreis haben, da weiß ich, dass die durchweg, also von der Regelung des § 6 EEG Anwendung machen, auch wenn dieser freiwillig ist. Aber insoweit sind die Unternehmen dann bereit, ohne dass sie dazu verpflichtet wären, die Kommunen finanziell zu beteiligen. Insoweit, ob das nun der große Zugewinn ist, wie gesagt, hier diese Verpflichtung sei mal dahingestellt. Ja, wenn wir reingehen in den Gesetzesentwurf, da heißt es nun in § 2 des Entwurfes, dass Windenergieanlagen und Freiflächenanlagen ab einer installierten Leistung von 1 Megawatt verpflichtet sind und etwas zu zahlen, und zwar sowohl bei Wind als auch bei Solar 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Und die Frage nach, wer ist jetzt anspruchsberechtigt, das sind halt Gemeinden im Umkreis von 2,5 Kilometer um das Windrad, also Mastmittelpunkt und dann einfach der Radius 2,5 Kilometer, und Gemeinden, die da sozusagen in dem Dunstkreis liegen, die sind anspruchsberechtigt. Und bei Freiflächenanlagen stellt man ganz einfach darauf ab, wo liegt die Freiflächenanlage. Also wenn diese selbst ganz oder teilweise auf dem Gemeindegebiet errichtet ist, dann ist die Gemeinde anspruchsberechtigt. Was wichtig ist, das ist ein wichtiger Punkt, der zumindest meiner Kenntnis nach über § 6 EEG schon hinausgeht, nämlich dass die Mittel der finanziellen Beteiligung von den Kommunen für Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz verwendet werden müssen. Also gleichzeitig hat man den Kommunen natürlich hier einen sehr großen Verwendungsspielraum belassen. Es gibt in dem Gesetzesentwurf Beispiele, die auch nur beispielhaft aufgezählt werden. Das heißt, die sind nicht abschließend. Es können noch weitere Maßnahmen dazukommen. Und wenn man da mal reinschaut, welche Maßnahmen das sind, dann ist das Aufwertung des Ortsbildes und der ortsgebundenen Infrastruktur oder Maßnahmen, welche, wenn es um Informationen über Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien oder über die Möglichkeiten der Nutzung von erneuerbaren Energien geht. Das ist sozusagen noch relativ eng, aber zum Beispiel auch Maßnahmen zur Förderung kommunaler Veranstaltungen oder sozialer Aktivitäten oder von Einrichtungen, die der Bildung oder Freizeit dienen. Das hat so gesehen erstmal nichts mehr mit den Erneuerbaren direkt zu tun. Also könnte, aber ist nicht zwangsläufig so. Dann Maßnahmen zur Senkung der Energiekosten oder des Energieverbrauchs der Gemeinde. Okay, das gehört nun wieder dahin. Aber auch Errichtung, Sanierung kommunaler Gebäude. Ja, da steht jetzt nicht drin, dass die irgendwie besonders energiegünstig, energieeffizient saniert werden müssen oder errichtet werden müssen, aber auch Maßnahmen Förderung des Natur- und Artenschutzes, das halte ich für sehr sinnvoll, und auch Maßnahmen für Klimaschutz und Klimaanpassung. Also man merkt aber an der Aufzählung, es ist tatsächlich ein breites Gebiet, was die Mittelverwendung anbelangt. Klargestellt wird noch, dass die Mittel nicht verwendet werden dürfen zur Finanzierung von Pflichtaufgaben. Also wer sich da ein bisschen auskennt, die Gemeindeordnung regelt, welche Aufgaben die Gemeinden haben, und unter anderem gibt es da halt Pflichtaufgaben, die die Gemeinden also auf jeden Fall erledigen müssen, und Finanzierung dieser Aufgaben darf jetzt nicht aus diesen Mitteln erfolgen. Sind wir mit dem Entwurf zufrieden? Ich sag mal jein. Wir sehen noch einige Fallstricke, die dieser Gesetzesentwurf nicht berücksichtigt. Wir sind gerade dabei, uns dazu abzustimmen intern. Wir werden dazu auch noch eine Stellungnahme abgeben. Am 18. April wird es eine Anhörung im Sächsischen Landtag geben. Wir werden uns, wie gesagt, einbringen und zum Entwurf dann nochmal detailliert Stellung nehmen. Also so wie er jetzt in der Welt ist, sind wir tatsächlich so noch nicht zufrieden. Da braucht es noch es erfolgt auch hoffentlich noch, dass da an einigen Stellschrauben gedreht wird. Ja, kommen wir zu einem ganz anderen Thema, und zwar eine Studie aus den USA. Titel des Artikels hier von InfoSperber vom 26. Februar 2024.
Bauern profitieren von benachbarten Solarfarmen. Es geht um eine Studie, die im Endeffekt untersucht hat, welche Effekte so in der Umwelt passieren, wenn ehemalige Äcker, sozusagen Monokulturen, teilweise mit Solarkraftwerken umgestaltet werden und dann eben so ein paar einheimische Gräser und Pflanzen da entlang gepflanzt werden, schlicht einfach. So, und es gibt sehr klare Ergebnisse der Studie, die, die vielleicht auch Hoffnung machen, dass es im Endeffekt sogar einen wirtschaftlich positiven Effekt hat. Nämlich erstens, klar ist, die Anzahl der Blütenpflanzen und der Artenreichtum in diesem Zeitraum von 3 Jahren, 3 bis 5 Jahren erhöht sich, ist klar. Auch relativ erwartbar ist, ist das Ergebnis, die Gesamtzahl der Insekten wuchs stetig und verdreifachte sich binnen 5 Jahren. Auch der Artenreichtum der Insekten erhöhte sich. Ne? Und am deutlichsten, jetzt kommt der spannende Faktor eigentlich, finde ich persönlich, nämlich der Faktor 20, um den die Zahl der Bienen zunahm. Also eine unglaubliche Explosion der Bienenpopulation. Und das wiederum hat einen sehr, sehr positiven Effekt auf angrenzende Anbauflächen, die sich eben nicht direkt an den Solarfeldern befinden. Nämlich diese vielen Insekten, die helfen bei der Bestäubung der verbliebenen Ackerflächen in der Nachbarschaft. Und diese Zunahme der Bienen ist eben eine ganz wichtige, spielt eine ganz wichtige Rolle dabei. Diese Anpassung passiert auch relativ schnell. Also es ist auch nicht irgendwie jetzt ein Jahrzehnt oder so, sondern noch nach 3 Jahren sind die meisten Effekte schon sehr sichtbar und eine große ökologische Erholung. Das heißt, im Endeffekt hat man jetzt 2 Erkenntnisse. Erstens, begrenzte Gebiete, in die man renaturiert und darauf Solarpanels stellt, haben positive Effekte auf angrenzende Ackerflächen. Die Ackerflächen profitieren von dem Artenreichtum der Gräser neben oder unterhalb der Solarpaneele. Und zweitens, diese Renaturierung, diese ökologische Erholung von diesen Monokulturflächen, die findet auch wahnsinnig schnell statt. Das ist im Endeffekt, wenn man jetzt sagt, man will eben jetzt hier auch große Flächen, gerade hier in Ostdeutschland zum Beispiel, umbauen, waren ja früher oder haben immer noch zum Teil sehr große Mais oder andere Flächen, Anbauflächen, die sehr, sehr stark auf eine einzige Saat ausgerichtet sind. Wenn man die eben umbauen möchte zu einer ökologischen Landwirtschaft hin, dann ist dieser Umbauprozess sehr schnell und eigentlich sehr, sehr automatisch fast schon. Also die Erholung passiert einfach, Gott sei Dank, relativ fix. Nicht untersucht wurden die Böden, das ist ein bisschen schade, glaube ich, weil da könnte man nochmal gucken, ob dann auch die Bodenqualität, Erosion, Stichwort Erosion und so weiter, Wasseraufnahme, da auch sich verbessert hat. Das wurde nicht untersucht. Aber naja, wer weiß, vielleicht kommt auch noch eine Studie dazu an. Ich finde, es ist auf jeden Fall eine schöne, positive Nachricht, die man hier mal erwähnen sollte. Ja, auf jeden Fall eine wichtige Nachricht, denn mir ist gerade die letzten Tage wieder begegnet, dass man in sozialen Medien dann so Bilder sieht, wo man sozusagen Solarfreiflächenanlagen sieht. Die sind dann auch nur so auszugsweise, also die sind dann immer so begrenzt wiedergegeben. Also man sieht nicht die Gesamtumgebung, man sieht dann wirklich nur so diese Solarfreiflächenanlage. Man sieht gerade noch so, dass Grün drumherum ist. Und dann steht ja ganz hoch drüber, wollen wir das? Ne? So im Sinne von, da wird alles tot gemacht. Ne? Leider ist also sozusagen bei den Gegnern dieser Freiflächenanlagen nicht bekannt oder man will es nicht wissen, dass sozusagen ja selbst die Fläche an sich bereits die Biodiversität zunimmt. Und hier jetzt die Untersuchung, die du erwähnt hast, da ist ja sozusagen auch nochmal die Betrachtung der Nachbarflächen. Die Bienenanzahl nimmt zu, was auch für die Nachbarflächen wieder positiv ist. Also ich glaube, diese Meldung kann nicht oft genug weitergetragen werden, bis sie auch beim letzten Skeptiker ankommt, dass solche Freiflächenanlagen, natürlich muss man auf den einen oder anderen Umstand bei Errichtung aufpassen, aber dass grundsätzlich diese Freiflächenanlagen den Boden sich erholen lassen, die Biodiversität erhöhen und insoweit nichts, was jetzt irgendwie negativ ist, nur weil es sich in der Natur befindet. Richtig, ja. Genau, wir kommen ja schon fast zur letzten Meldung, bevor wir dann nochmal zu den Solarpartys ausführen. Und zwar hier eine Meldung aus Forschung und Wissen vom 4.3. Überschrift Urban Gardening. Kann eine Großstadt sich selbst mit Gemüse versorgen? Also ein Artikel, der jetzt weniger mit der Energieerzeugung zu tun hat, sondern vielleicht eher Fragen des Energieverbrauches betrachtet. Und ja, ich hole mal ein bisschen weiter aus an der Stelle. Der ein oder andere kennt vielleicht die Idee der Transition Towns. Ich weiß nicht, ob sie dir bekannt sind, Jonathan. Nee, schon ein bisschen älter. Also Transition Towns, Städte im Wandel, im Rahmen der Transition Town Bewegung gab und gibt es, wobei da bin ich jetzt nicht so auf dem aktuellen Stand, Nachhaltigkeitsinitiativen in vielen Städten und Gemeinden der Welt. Es geht um den Übergang in eine postfossile, relokalisierte Wirtschaft.
und initiiert wurde diese Bewegung seinerzeit von dem englischen Permakulturisten, Permakulturaktivisten, so vielleicht, Rob Hopkins. Vielleicht ist der Name bekannt. Warum hole ich da so aus? Weil ich selbst war vor rund 15 Jahren in seiner Zeit in der Dresdner Transition Town Initiative recht aktiv, sehe allerdings einige Facetten dieser Bewegung mittlerweile doch als ja, sehr kritisch an. Was war Ausgangspunkt? Man hat vor allen Dingen versucht sozusagen oder hat darauf abgestellt, dass man sagt, die Politik schafft es nicht, irgendwas in die Bewegung zu bringen. Sie tut zu wenig, beziehungsweise sie tut gar nichts. Und daher ganz unpolitisch, wir nehmen das selbst in die Hand, wir gestalten unsere Städte, unsere Gemeinden um. Daraus sind durchaus gute Ideen und Projekte hervorgegangen. Unter anderem halt diese Idee des Urban Gardening, also dass man sozusagen in der Stadt Gemüse anbaut. Das ist so Gemeinschaftsgärten sind entstanden. Auch in Dresden sind zum Beispiel viele Gemeinschaftsgärten entstanden. Also das ist durchaus was Positives. Darauf geht meine Kritik nicht. Aber was ich mittlerweile als sehr kritisch sehe, ist, dass man also versucht hat, diese Idee unpolitisch zu leben und teilweise auch den Menschen damit suggeriert hat, man müsse nur genügend selbst tun oder sich in solche Gemeinschaftsprojekte sozusagen einbringen. Und dann klappt das auch mit dem Übergang in eine Postfossile, also eine Welt ohne das Verbrennen von fossilen Rohstoffen, dann klappt das auch damit. Und politischen Aktivismus braucht es eigentlich da nicht, weil wir machen das einfach selber so. So war quasi das, was man den Menschen suggeriert hat. Und das sehe ich doch sehr kritisch, weil, das habe ich auch an anderer Stelle schon kritisiert, natürlich muss dann jeder Einzelne auch ein Stück weit sein Verhalten ändern, gar keine Frage. Der eine wird es freiwillig tun, weil er verstanden hat, dass es erforderlich ist. Der andere braucht vielleicht eher gesetzliche Vorgaben oder die Wirtschaft muss entsprechend ihr Angebot so gestalten, dass es attraktiv für ihn ist. Aber zu sagen, kommt auf den Einzelnen, auf den Konsumenten an, halte ich für fatal, denn es wird dann die Verantwortung von der politischen und der wirtschaftlichen Ebene weggenommen und auf den Verbraucher abgewälzt. Und das ist sozusagen, halte ich für sehr gefährlich. Ja, es braucht also neben diesem ehrenamtlichen Engagement in solchen Gemeinschaftsprojekten, die alle gut und richtig sind und wichtig, ne? Also man kann auch Dinge mal ausprobieren und so weiter, aber es braucht einen politischen Aktivismus, der auch außerhalb der sozusagen der parlamentarischen Politik, sogenannten NGOs halt oder sagen nicht, oder einfach Initiativen, die vielleicht auch nicht organisiert sind, die aber mit entsprechenden Nachdruck Forderungen auch an die Politik stellen und sozusagen denen auf die Finger klopfen und sagen, hier, ihr habt eure Hausaufgaben nicht gemacht, Beispiel Pariser Klimaabkommen, statt einfach zu sagen, nee, wir machen das jetzt irgendwie selber. Das ist fatal, weil wenn wir jetzt alle nur unseren Strom selber erzeugen würden, dann haben wir immer noch keinen Strom für die Industrie, als ein Beispiel. Ne? Also, insoweit sehe ich diese Idee der Transition Towns mittlerweile schon kritisch, was diese Verbindung anbelangt, dass man also unpolitisch ist und dass man sozusagen einfach nur selber was tun muss. Die Ideen an sich, die damit entstanden sind, die sind natürlich positiv zu sehen. Daher nochmal zurück zum Artikel. Die Frage, die halt hier aufgemacht wird, kann eine Großstadt wie Berlin sich selbst versorgen? Und im Artikel heißt es dann dazu, es gibt rund 200 Gemeinschaftsgärten in Berlin und über 73.000 Kleingärten. Und da gibt es dann Hochbeete, Gewächshäuser und da wird Gemüse und anderes angebaut. Und nach der aktuellen Zahl, also nach den aktuell vorhandenen Anbauflächen, kann Berlin bereits 82% seines Gemüsebedarfs selbst produzieren. Ich finde, das ist ein sehr erstaunlicher Anteil. Nur eine Anmerkung noch von meiner Seite, wenn man jetzt, weil das ist haben wir auch schon mal betrachtet, an anderer Stelle, wenn man jetzt den Anteil der parkenden Autos reduziert, ne, so ein Auto steht 23 Stunden von 24 Stunden rein statistisch rum, das heißt, viele Fahrzeuge sind einfach nur abgeparkt, ohne dass sie genutzt werden. Wenn wir diesen Anteil reduzieren, ÖPNV, autonomer Fahrverkehr, dann könnte man weitere nutzbare Fläche sogar hinzugewinnen. Das nur am Rande. Und im Artikel heißt es weiter dazu, 100% des Gemüsebedarfs selbst zu produzieren, müssten etwa 753 Millionen Euro investiert werden. Klingt jetzt nach einer Megazahl, ne? Aber bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt der Stadt sind das gerade mal 0,5%. Also soweit gar nicht mal so groß. Man müsste halt investieren, um Flächen mit ausreichend, also geeignete Flächen mit ausreichend Wasser versorgen. Das ist wohl eine der Hauptinvestitionen. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, was mir jetzt auch neu war, es gibt eine weitere Studie, die besagt,
dass das Gemüse aus dem städtischen Anbau bis zu 6-mal höhere CO2-Emissionen als aus der konventionellen Landwirtschaft ausweist. Also diese super Idee, wir machen gemeinsam Urban Gardening. Wir sorgen dafür, dass wir kurze Wege haben. Ne? Also das Gemüse wird da erzeugt, wo es verbraucht wird. Klingt erstmal super, klingt fantastisch. Gleichzeitig eine 6-mal höhere CO2-Emission, als wenn wir das, sagen, die konventionelle Landwirtschaft machen würden. Warum? Die meisten CO2-Emissionen fallen auf die Infrastruktur, also die Baumaterialien, die man für die Hochbeete, Gewächshäuser etc. braucht, und die haben keine gute Klimabilanz. Also das Problem ist sozusagen die eingesetzten Materialien. Teilweise gibt es auch Wandergärten, also Gärten, die man relativ schnell umsiedeln kann, ne, weil man das sozusagen irgendwo, wo man das Land nur gepachtet oder gemietet hat, errichtet hat, dass man die dann, egal, lässt sich weiter vertiefen. Also jedenfalls, diese Baumaterialien haben zum einen keine gute Klimabilanz, werden aber auch nicht so lange eingesetzt, wie das jetzt in der normalen Landwirtschaft der Fall ist, sodass hieraus halt diese schlechte CO2-Bilanz folgt. Im Artikel wird halt an der Stelle das Fazit gezogen, dass sozusagen das Urban Gardening durchaus zu befürworten ist, aber dass man doch deutlich mehr noch seinen Aspekt auf diese CO2-Bilanz der verwendeten Artikel, Baumaterialien legen sollte. Fand ich doch spannend, diesen Brückenschlag. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja, ist irgendwie erstmal überraschend auf jeden Fall. Ja. Genau, damit sind wir im Prinzip mit unseren Artikeln durch für dieses Mal. Der Abstand zum letzten Mal war gar nicht so groß. Da bleibt uns nur zu sagen, der Frühling sozusagen, der streicht durch die Wälder und durch die Häuser oder um die Häuser, besser gesagt, nicht durch die Häuser, um die Häuser. Das heißt, es wird wieder wärmer, die Tage werden länger. Das heißt, es ist Zeit, dass wir wieder unsere Solarpartys starten, denn wir hatten nach unseren 4 Solarpartys im letzten Jahr, dieses Jahr auf den Schirm 14 weitere Solarpartys verteilt über Sachsen durchzuführen. Großteil der Termine steht auch schon. Ein kleiner Teil der Termine ist bereits angekündigt, neben unter der Adresse, die wir hier auch nochmal verlinken. Und ich möchte auf die ersten beiden sozusagen Auftaktveranstaltungen hinweisen. Das eine wird die Solarparty in Freiberg sein, hier dem einen oder anderen sicherlich auch im Begriff vom Namen her. Professor Diplom-Ingenieur Timo Leukefeld wird hier seine energieautarken Häuser vorstellen. Und da, wer mag, sehen wir uns in Freiberg. Ein paar Restplätze sind noch frei. Gern anmelden. Oder dann geht es ein bisschen weiter östlich, Nähe von Hoyerswerda in Schwarzkolm. Dann am 10. April Solarparty im Zukunftswald, wo wir, ich habe es auf der Anmeldeseite auch nochmal ausgeführt, was es alles zu sehen gibt. Seid herzlich eingeladen, gebt es weiter. Wenn die Termine nicht passen, schaut, was wir sonst noch angekündigt haben. Und dann würden wir uns freuen, euch, sie zu dem einen oder anderen, vielleicht nochmal 2 oder 3 Solarparty-Terminen wiederzusehen oder überhaupt zu sehen, kennenzulernen. Insoweit ist das doch eine feine Sache, da mal von Angesicht zu Angesicht ins Gespräch zu kommen und nicht nur virtuell. In dem Sinne, Jonathan, ja, durch. Ich denke auch, ja. Wir sehen uns dann in einigen Wochen wieder. Und ja, wenn Sie Anregungen, Kritik haben, wie schon zu Eingang erwähnt, wir freuen uns immer über Feedback und Rückmeldungen. Die Adresse ist hier auf der rechten Seite von mir, update@ve-sachsen.de. Einfach hinschreiben, kommentieren, Vorschläge machen. Wir sind für jegliche Kritik und Anregung offen und willkommen. Ja, würde ich sagen, dann bis demnächst. Bald. Tschüss.